Rezepte aus dem Freilichtmuseum Hessenpark. Ein Video von Michaele Schermberg mit der historischen Hausfrau Iris von Stefanitz. Heute werden wir Limonade herstellen quer durchs Kräuterbeet. Die Gärten hier im Hessenpark bieten das ganze Jahr über verschiedene Kräuter und dementsprechend kann man die Mischung jedes Mal variieren. Sie sind nicht nur sehr schmackhaft, sondern auch kostengünstig herzustellen. Ich lade Sie ein, mit mir noch ein paar Kräuter in den Gärten zu pflücken. Je nachdem, welche Kräuter Sie für die Limonade verwenden, schmeckt sie jedes Mal etwas anders. Heute habe ich eine Geschmacksrichtung rausgesucht, die tatsächlich quer durch den ganzen Kräutergarten geht. Ich bin gespannt, wie sie Ihnen gefallen wird. Doch ehe wir an die Zubereitung gehen, nun noch die Zutaten. Naturtrüber Apfelsaft, Rohrohrzucker, Wacholderbeeren, Salbei, Thymian, etwas Lavendelblüten, Mädesüß, Rosmarin, verschiedene Sorten Minze, Zitronenmelisse und Basilikum. Zum Schluss, zum Aufgießen, etwas Quellwasser. Und jetzt geht's an die Zubereitung. Wir geben unseren Apfelsaft in den Topf und gleich dazu noch den Zucker. Das Ganze wird auf den Herd gesetzt und so lange gerührt, bis der Zucker sich aufgelöst hat und die Flüssigkeit zu kochen beginnt. Nun geben wir die Wacholderbeeren hinzu und die diversen Kräuter. Einmal kurz aufkochen lassen und dann von der Herdstelle nehmen. 20 Minuten lassen wir das Ganze durchziehen und seihen es dann durch ein feines Sieb ab. Nun können wir es noch mit Quellwasser aufgießen und zu der Süße verdünnen, wie Sie es gerne mögen. Normalerweise wäre solch eine Kräuterlimonade ziemlich teuer im Handel, aber Sie können es direkt aus Ihrem Garten günstig herstellen. Die Zutaten: 1 Liter naturtrüber Apfelsaft, 140 Gramm Rohrohrzucker, 2 Esslöffel Wacholderbeeren und jeweils ein Sträußchen Salbei, Thymian, Mädesüß, Rosmarin, Pfefferminze, Zitronenmelisse und Basilikum. Sowie, wenn Sie mögen, noch ein paar Zweige Lavendelblüten und Quellwasser nach Geschmack. Übrigens schmeckt diese Limonade nicht nur mit Quellwasser verdünnt, sondern auch zu Sekt. Probieren Sie es einfach aus. Es schmeckt Ihnen sicher sehr gut. Guten Appetit mit Rezepten aus dem Freilichtmuseum Hessenpark und der historischen Hausfrau Iris von Stefanitz.